Das ist wirklich ein kurioses Stellenangebot. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, sucht Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die insgesamt 60 Tage einfach nur herumliegen müssen. In dieser Bettruhestudie werden die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper untersucht. Hier passiert wirklich alles im Liegen, das Waschen, Essen und selbst der Toilettengang. Dafür gibt es dann rund 16.000 Euro und man ist wichtiger Teil der Weltraumforschung. Klickt zum Science and Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Das ganze Experiment, das das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR im Auftrag der NASA und ESA ausführt, dauert 89 Tage. Ganze 60 Tage davon werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegend verbringen, ohne Kopfkissen und die Beine leicht erhöht. Auch der Kopf muss runter. Die Einstellung des Bettes sorgt für eine Liegeposition in einer 6 Grad Kopftieflage. Das alles hat natürlich auch einen Grund. Schließlich sollen die Bedingungen des Weltalls simuliert werden und vor allem der Abbau der Muskeln gefördert werden. Denn genau das passiert bei einer Reise in den Weltraum. Die Schwerelosigkeit führt zu einer sinkenden Knochendichte und dem Abbau von Muskeln. Aber es gibt weitere physiologische Veränderungen. Zum Beispiel verschieben sich die Körperflüssigkeiten in Richtung Kopf, was Folgen für das Herz-Kreislauf-System mit sich bringt. Hohlräume im Gehirn füllen sich mit Flüssigkeit und die Augen werden schlechter. Wir hatten ja darüber berichtet. Mit Hilfe der Studie sollen Gegenmaßnahmen entwickelt werden, die diese negativen Effekte der Schwerelosigkeit für Männer und Frauen im All mindern. So werden die insgesamt 24 Freiwilligen in zwei Gruppen eingeteilt. Nach einer 15-tägigen Eingewöhnungsphase werden die einen 60 Tage lang einfach nur durchgängig in ihren Betten liegen. Die anderen werden in regelmäßigen Abständen in eine spezielle Zentrifuge, die sogenannte Kurzarm-Humanzentrifuge, gebracht. In liegender Position natürlich. Solch eine Zentrifuge könnte nämlich bei Ausflügen ins Weltall künstliche Schwerkraft erzeugen und sich so positiv auf den menschlichen Körper auswirken. Letztendlich soll die Studie in Köln zeigen, ob solche kurzen Momente der Gravitation einen gesundheitlichen Vorteil mit sich bringen. Nach den 60 Tagen im Bett ist dann eine zweiwöchige Reha, also Rehabilitation mit Physiotherapie vorgesehen. Sie ähnelt dem Prozess, den Astronautinnen und Astronauten nach ihren Missionen durchlaufen, um wieder zu Kraft zu kommen und Muskeln aufzubauen. Alle Phasen und Experimente werden natürlich medizinisch überwacht, doch auch wenn das Ganze erst einmal nach einem äußerst chilligen Jobangebot klingt, ist das Experiment doch nicht ohne. Die 12 Teilnehmerinnen und 12 Teilnehmer müssen zum einen an Tests zu Gleichgewicht, Muskelkraft und regelmäßigen Blutabnahmen teilnehmen. Zudem ist die 60-tägige Bettruhe sicherlich nur am Anfang entspannt, denn schließlich ist es keine Option, auch nur kurz aufzustehen. Alles passiert im Liegen, eben Duschen, Essen, die Freizeitgestaltung und auch der Toilettengang. Hier wünscht man sich nach einiger Zeit bestimmt, dass endlich der Wecker klingelt und man aus dem Bett aufstehen darf. Der einzige Luxus, sowohl Rückenlage, auch Bauch- und Seitenlage sind erlaubt. In seinem Einzelzimmer wird man mit einer Kamera überwacht, um auch wirklich eine korrekte Körperhaltung zu gewährleisten. Das kann bestimmt schnell langweilig werden, denn auch Besuch ist in diesen 2 Monaten nicht erlaubt. Und so rät das DLR dazu, sich in dieser Zeit einer bestimmten Aktivität zu widmen, wie etwa dem Lernen einer neuen Sprache. Als Aufwandsentschädigung für die vollständige Teilnahme, die auch noch 4 Vorsorge- und 4 Nachuntersuchungen beinhaltet, gibt es dann 16.500 Euro sogar, also 500 Euro mehr. Bewerben können sich gesunde Frauen und Männer zwischen 24 und 55 Jahre, die Deutsch sprechen und nicht rauchen. Cool ist es ja wirklich, dass man als Freiwilliger wirklich wesentlich zur Raumfahrtforschung beiträgt. Nicht umsonst werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Forschungsteams des DLR auch als terrestrische Astronauten bezeichnet. Wer das übersteht, hat vielleicht das Zeug zum Astronauten oder zur Astronautin. In diesem Video hier erfahrt ihr direkt von Alexander Gerst persönlich, was ein echter Astronaut an Kräften aushalten muss im Astronautentraining. Also anklicken, anschauen und abonnieren, würde ich mal sagen. Bis dann. Bleibt dran.